Willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem neuen Video. Heute gibt es ein Piercing Q&A. Das erste seit Monaten, aber ich habe allgemein relativ wenig gedreht. Es wird euch aufgefallen sein, wir werden nicht darüber reden, sondern wir werden heute gleich ins Video reinstarten. Falls ihr gerne in diesem Video dabei wärt, kann ich euch nur raten, mir auf Instagram zu folgen, denn dort frage ich immer nach meinen Fragen. Es sind super viele spannende Fragen zusammengekommen und wir fangen auch gleich mit der ersten Frage an. Mein schmerzhaftestes Piercing. Einige von euch werden es vielleicht erahnen können. Drückt mal auf Pause und schreibt es runter in die Kommentare. Es sind auf jeden Fall die Industrials. Egal, ob es das vertikale oder das normale Industrial ist, auf jeden Fall würde ich behaupten, dass die zwei die schmerzhaftesten waren. Das normale Industrial damals beim Stechen, wobei das ich das heute anders sehen würde, wenn ich es heute bekommen würde, aus dem Grund, dass ich mittlerweile ein bisschen weiter bin, was Piercings betrifft. Aber das war damals nach dem Helix mein zweites Knorpelpiercing und mehr oder weniger eben gleich zwei auf einmal. Und da war ich noch nicht so drin, da habe ich noch nicht so gewusst, wie ich mit dem Schmerz umgehen soll. Und das war für mich damals wirklich unangenehm. Vor allem eben der innere Teil, also mehr oder weniger dasselbe, wie ich jetzt hier habe. Demnach weiß ich, dass es eigentlich gar nicht so dramatisch ist. Aber für mich war das damals wirklich, wirklich, wirklich super unangenehm und sehr schmerzhaft. Ich kann mich erinnern, dass das damals wirklich schlimm für mich war und das vertikale Industrial war auf jeden Fall in der Verheilung das, zumindest was die ersten ein, zwei Wochen betrifft, das absolut schlimmste Piercing. Ich habe weniger essen können und das Essen war schmerzhafter als damals bei den Zungenpiercings. Einfach weil das Schlucken so weh tut, als hättest du Halsschmerz und Ohrschmerz und alles irgendwie gemeinsam. Demnach war das wirklich nicht sehr angenehm. Ich würde sie mir trotzdem beide wieder machen lassen. Also es war nicht so dramatisch, dass ich sie nicht nochmal machen lassen würde. Aber für mich waren die schmerzhaftesten Piercings auf jeden Fall die zwei. Man muss aber auch sagen, dass ich zum Beispiel keine Intim-Piercings habe, keine Nipple-Piercings habe, die ja als relativ schmerzhaft gelten. Demnach kann ich das vielleicht auch nicht so differenziert betrachten, wie jemand, der eben gerade diese zwei Arten von Piercings auch hat. Aber für mich auf meinem Körper waren die Industrials auf jeden Fall das Schlimmste. Wie ist es beim Haarefärben mit den Ohrpiercings? Ja, wie ist es mit den Ohrpiercings? Es ist blöd, es ist immer blöd. Vor allem, wenn sie noch nicht verheilt sind. Man könnte sie zukleben, das habe ich auch schon das ein oder andere Mal gemacht. Man kann auch einfach aufpassen. Aber prinzipiell ist es vor allem mit der Blondierung immer so, dass es schwierig ist. Egal, ob du es beim Friseur machst oder zu Hause. Zu Hause kannst du fast noch ein bisschen besser aufpassen, weil du da selber darauf achten kannst, dass nichts passiert und der Friseur oft sich da nicht so gut auskennt, beziehungsweise dann leider Gottes nicht so gut darauf achtet, wie vielleicht darauf achten sollte. Ja, also demnach einfach schwierig. Zukleben wäre aber auf jeden Fall eine Option, dann aber so zukleben, dass nichts direkt am Piercing klebt, wenn ihr versteht, was ich meine, sondern dass ihr das so zuklebt, dass die zwei Stichkanäle, also der Eingang und der Ausgang verschlossen sind, aber gleichzeitig kein Klebestoff von dem, mit dem ihr das zuklebt, dort reinkommt, weil das wäre auch nicht Sinn und Zweck der Sache. Vor allem tut es ja dann weh, wenn es abzieht. Wie groß möchtest du deine Tunnel dehnen? Und eine andere Frage kam auch noch, nämlich ob ich euch eigentlich mitnehmen will dabei. Und ja, ich nehme euch mit und sie werden hoffentlich, wahrscheinlich, möglicherweise 12 mm groß. Würdest du dir wieder einen Conch machen lassen? Und wenn ja, würdest du es wieder selber machen? Ich werde auf jeden Fall mir noch einen Conch machen lassen. Ich habe hier ein Conch, das ich mir selber gestochen habe. Ich verlinke euch das Video gerne oben. Und ja, ich würde es, wie gesagt, auf jeden Fall wieder machen. Ich werde auch auf der anderen Seite mir sicher noch einen machen lassen, da wahrscheinlich machen lassen. Prinzipiell könnte ich es mir auch selber machen. Wobei hier auf jeden Fall der Disclaimer darauf liegen sollte, dass ich mich nie alleine piercen würde. Ich mache das, wenn ich das mache, mit meiner Piercerin im Piercingstudio. Ganz, ganz wichtig, auf keinen Fall alleine zu Hause im Pfusch machen. Das hat überhaupt keinen Sinn. Auf jeden Fall würde ich es prinzipiell wieder machen, aber wofür? Ich wollte es einmal ausprobieren, das habe ich gemacht und demnach wird wahrscheinlich das nächste Conch eher dann meine Piercerin stechen. Vor allem, weil ich hier ja schon das Snack habe und ich demnach eher dann eher darauf zurückgreifen würde, dass sie mir das macht, als dass ich es dann irgendwie, wie gesagt, selber mache, weil sie das besser und schneller hinkriegt, als ich es hinkriege. Würdest du jemals all deine Piercings rausnehmen? Liebe Grüße von Rosarot Lila Blau. Liebe Grüße zurück. Nein. Also ich bin mir sehr sicher, dass ich nie alle meine Piercings rausnehmen lassen würde oder selber rausnehmen würde. Ich könnte mir vorstellen, dass ich vielleicht im Gesicht irgendwann wieder reduziere, weil doch vier, also beziehungsweise fünf Piercings an der Nase, die zwei an der Lippe. Das könnte ich mir prinzipiell schon vorstellen, dass das irgendwann mal passiert, aber ich kann mir vorstellen, dass ich dann trotzdem den Großteil von meinen Ohren drin lasse. Zumindest die, die mir keine Probleme machen. Denn ich habe Piercings, die mir Probleme machen. Auch dazu gibt es ein Video, das ich euch gerne oben verlinke. Ich habe Piercings, die mir immer wieder Probleme machen und die immer wieder wehtun und Schmerzen, auch nachdem sie schon längst verheilt sind. Aber die Piercings, die mir keine Probleme machen, werden auf jeden Fall drin bleiben, gerade bei den Ohren, weil warum auch nicht?
Und ich habe prinzipiell im Moment auch nicht vor, alles andere rauszugeben, aber ich kann mir halt vorstellen, dass ich vielleicht mit 40 die Lippenpiercings nicht mehr so fühle, wie ich sie heute fühle und dann, ja, vielleicht, aber es wird auf keinen Fall alles rauskommen. Da bin ich mir ganz, ganz sicher. Wie viele Piercings hast du? Ich habe 32 Piercings und hier jetzt auch nochmal die Frage. Ich habe vor geraumer Zeit auf Instagram gefragt, ob wir bei 30 oder bei 40 Piercings das nächste Piercing-Update haben wollen. Jetzt bin ich mittlerweile bei 32 Piercings. Irgendwie ist das keine so schöne Zahl, um sie irgendwie in den Videotitel zu schreiben. Jetzt ist die Frage, ob wir nicht gleich das halbe Jahr warten, denn länger wird es nicht mehr dauern, bis ich bei den 40 bin. Ich werde euch da oben eine Abstimmung reinhauen. Stimmt ab, wenn es jetzt wirklich euch ist, jetzt so stark interessiert, dann werde ich das Video jetzt drehen und drehe halt dann bei 45 das nächste Update. Aber prinzipiell dachte ich mir eigentlich eher, dass wir vielleicht auf die 40 warten. Aber wie gesagt, stimmt oben ab, es ist eure Entscheidung. Wie ist es beim Liegen mit so vielen Piercings, vor allem wenn sie frisch gestochen sind? Ich habe mir ja vor 2 Wochen mein, ich habe den Namen schon wieder vergessen, das hier stechen lassen. Da war das Liegen am Anfang echt unangenehm und schmerzhaft. Prinzipiell geht es aber trotzdem. Ich habe halt dann eine Kuhle mit meinem Arm gebildet. Es ist aber immer noch so, dass es schon echt anstrengend werden kann, vor allem wenn du zeitgleich auf beiden Ohren nicht ordentlich liegen kannst, was ich auch immer wieder habe. Mittlerweile ist auf dem Ohr momentan alles relativ gut verheilt, das heißt, ich kann auf dem Ohr halbwegs liegen, ich bin aber jemand, der in der Nacht 28 Mal seine Position wechselt und demnach zwinge ich mich halt dann auch oft auf Piercings zu liegen, die nicht verheilt sind. Das ist nicht intelligent, aber ich weiß einfach, dass es für mich nicht anders möglich ist, weil ich sonst nicht gut schlafen kann, ich kann mich nicht zwingen, nur auf der einen Ohrseite zu liegen. Aber wie gesagt, nicht immer angenehm. Und es gibt auch Piercings, die nach Jahren, wenn du sie schon Jahre hast, immer noch unangenehm sind. Also gerade eben das normale Industrial tut immer wieder weh, das Antitragus, gerade diese 2 Piercings sind immer wieder unangenehm, wenn man drauf liegt. Daran muss man sich gewöhnen, beziehungsweise das muss man sich davor schon überlegen. Aber es ist nicht so störend, dass ich sie rausgeben würde, weil sonst hätte ich sie. Wenn wir schon beim Antitragus sind, gleich da eine spezielle Frage dazu. Punkt 1, war es schmerzhaft, beziehungsweise würdest du es dir wieder machen? Ich werde es mir auf jeden Fall wieder machen, auf dem anderen Ohr, weil das einfach noch fehlt und weil dort, dadurch, dass meine Knorpeln sehr ausgeprägt sind, das auch einfach wirklich ideal hinpasst und sonst man dort aber nichts machen könnte als ein Antitragus. Und ich muss sagen, beim Stechen bilde ich mir ein, war es gar nicht so schlimm. Ich bilde mir ein, dass damals das Dive schlimmer war als das Antitragus, aber es war in der Verheilung echt eine zahre Sache. Das liegt aber daran, und da wären wir bei der vorigen Frage, dass ich halt zum Beispiel drauf gelegen bin, obwohl man nicht drauf liegen sollte. Dass ich einen Ring drin hatte, einen geschlossenen, der die Verheilung sicher nicht vereinfacht hat, weil ich eben immer wieder drauf gelegen bin und es somit in die eine oder andere Richtung sich gedrängt gefühlt hat. Ich glaube demnach, wenn ich mir das hier mache, dass ich eher einen offenen Bananenschmuck reingeben lasse, den ordentlich verheilen lasse und danach einen offenen Ring einsetzen lasse, wie ich ihn jetzt hier habe. Das funktioniert schon, aber ich glaube, dass es für die Verheilung, vor allem wenn du drauf liegst, so wie ich es gemacht habe, es einfach super unangenehm ist für das Ohr. Demnach kann ich euch nur raten, lasst es euch stechen prinzipiell. Ich glaube, wie gesagt, dass es beim Stechen wirklich nicht so dramatisch war. Ich werde euch da aber in naher Zukunft einfach mal mitnehmen beim Stechen, würde ich sagen. Dann werden wir das nochmal live erleben. Aber dass die Verheilung, wie gesagt, eine echt Sache war, dass ich wirklich relativ lang gebraucht habe, bis es verheilt war und dass es auch relativ unangenehm und schmerzhaft war, so alles in allem, weil ich eben immer wieder drauf gelegen bin und somit der Ring in die eine oder andere Richtung sich gedrückt hat und das war halt einfach nicht ideal, aber da bin ich selber schuld. Gibt es bei dir auch Piercings, die total stressfühlig sind und herumzicken, wenn du Stress hast? Der Malanker am Arm ist immer wieder beleidigt, wenn ich gerade viel mit meinem Körper mache, also wenn ich tätowieren bin und vielleicht 2, 3 Piercings gleichzeitig nicht so verheilt sind, wie sie sein sollen, kann das gut passieren, dass der anfängt zu zicken. Das ist mir jetzt schon 3 oder 4 Mal passiert im letzten Jahr, beziehungsweise eigentlich im letzten halben Jahr ist mir das relativ häufig passiert. Also wenn, dann am ehesten der. Alle anderen Piercings weniger. Meine Zunge ist jetzt seit geraumer Zeit ein bisschen angeschwollen. Das liegt, glaube ich, daran, dass ich immer noch so ein bisschen Halsschmerzen und verkühlt und was auch immer bin und zwischenzeitlich immer wieder Alkohol trinke, was einfach für ein Piercing im Mundbereich, das nicht so verheilt ist, wie es verheilt sein soll, nicht gesund ist, muss man so sagen. Und demnach ist meine Zunge immer wieder angeschwollen. Das ist aber weniger, glaube ich, Stress als eben verkühlt gewesen, immer wieder was getrunken. Das dritte Piercing ist auch ein bisschen eng, nicht zu eng, aber ein bisschen eng. Das werde ich mir jetzt wahrscheinlich austauschen lassen und ich kann mir vorstellen, dass es dann, wenn die Zunge ein bisschen Platz hat, sich wieder besser entfalten kann. Ich hatte zwischenzeitlich richtige Probleme mit Zungenpiercing, beziehungsweise mit den Piercings. Wenn ihr darüber ein Video wollt, schreibt mir das gerne runter in die Kommentare. Aber ich hatte zwischenzeitlich echt Probleme und es war echt ein bisschen anstrengend.
Wenn du nur ein Piercing auf deinen Ohren behalten dürftest, welches wäre es? Das ist eine super tolle Frage. Ich denke, es wäre das Industrial, das normale, der Stab auf meinem Ohr. Aus dem Grund, dass das nach dem Helix eben damals das erste Knorpelpiercing war und das erste Piercing auf meinem Körper, das was Besonderes war. Denn wie viele Leute kennt ihr, die Industrials haben? Ich kenne relativ wenige. Also relativ viele, weil viele meiner Freunde gepierst sind, aber von den weniger extrem gepiersten Menschen kenne ich relativ wenige, die ein Industrial Piercing haben, weil es doch nochmal so ein bisschen spezieller ist als jetzt ein Helix zum Beispiel oder ein Tragus Piercing. Das sind Piercings, die mittlerweile sehr, sehr unfähig sind. Nicht, dass das Industrial nicht wäre, aber das Industrial ist halt immer noch ein Piercing, das relativ wenige Menschen haben. Und demnach wäre das wahrscheinlich das Piercing, das ich behalten würde, weil alle anderen sind auch toll und ich liebe sie, aber nicht so speziell, wie es eben das Industrial ist. Vor allem für mich, weil es eben mit 15, 16, das 15 war ich, glaube ich, weil ich habe gerade angefangen mit meiner Lehre, bilde ich mir ein, weil das einfach damals wirklich was ganz Besonderes für mich war und ich lange Zeit dafür gekämpft habe, weil meine Mama nicht wirklich dafür war und auch meine Piercerin damals in dem Alter eigentlich nicht dafür war, weil sie meinte, das ist ein super anstrengendes Piercing und demnach habe ich das einfach total gefühlt und war sehr glücklich, dass ich es dann hatte. Und eine letzte Frage, weil ich vor kurzem ja meine ganzen Ohrpiercings ausgetauscht habe. Auch dazu gibt es ein Video, das ich hier oben gern verlinke. Wie wichtig ist dir der Style der Piercings, des Piercing-Schmucks? Und ich muss sagen, ich bin relativ dezent, was meinen Piercing-Schmuck betrifft. Meine Ohren sind komplett silber, mein Bauchnabel ist komplett silber. Das einzige Piercing, das wirklich auffällig ist, wäre das Septum. Ich habe hier auch Glitzersteinchen drin und ich könnte mir vorstellen, dass ich ins Medusa und vielleicht sogar ins Labrett einen besonderen Schmuck reingebe. Ansonsten bin ich eher für, auf meinem Körper für dezent. Aus dem Grund, dass gerade auf den Ohren auch so wie vorher erwähnt super viel mittlerweile schon ist und noch viel, viel mehr kommen soll. Und da einfach dann finde ich, das nicht passt, wenn man da viel Besonderes macht. Was ich mir vorstellen kann, ist, dass ich mir hier zum Beispiel in das neue Piercing irgendwann mal eine kleine flache Blume reingeben lasse. Was mir prinzipiell auch gut gefallen hätte, wenn ich keine zwei habe, sondern nur eins, wäre im Dive-Schmuck ein Herz. Aber das ist für mich das Maximum an außergewöhnlichen Piercing-Schmuck. Mir ist aber trotzdem wichtig, dass es zusammenpasst und demnach ist mir der Stil schon wichtig, weil wie man sieht, wie gesagt, mittlerweile alles silber passt, alles super schön zusammen, bis auf das Industrial, das im Moment schwarz ist. Aber ansonsten passt alles sehr gut zusammen und demnach ist es mir schon wichtig, denn schlussendlich ist es Schmuck und wenn ich mir Schmuck machen lasse, dann will ich, dass der ja auch gut ausschaut. Und demnach, ja, es ist mir wichtig, aber eher in dezenter Variante sozusagen. Also es ist jetzt nicht so, dass ich super auffälligen Schmuck unbedingt tragen will. Ich bin aber sonst auch, was meinen Schmuck, den ich so trage, das sind jetzt zwei Stoffbänder, die dann auf der Auge sind, eh wieder runterkommen. Aber der restliche Schmuck, den ich immer trage, ist halt auch eher dezent, weil ich sonst schon so viel bin. Mit den bunten Haaren und den vielen Piercings und den vielen Tattoos, die ich mittlerweile auf meinem Körper habe, auch wenn sie bis auf meine Hand nicht auf meinen Armen sind. Ist einfach schon so viel, dass ich nicht noch extremen Schmuck tragen will, egal ob es jetzt um Schmuck geht, den ich mir auflege oder um Piercing-Schmuck. Aber mir ist schon wichtig, dass es ein einheitliches Konzept gibt. Das war's mit diesem Video. Schreibt mir gerne runter in die Kommentare eure Piercing-Fragen. Stimmt bei der Abstimmung ab. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!